Herzlich willkommen zum Oster-Countdown aus Dilbricht. 40 Tage, 40 Menschen, 40 Arten und Weisen, wie Gott den Menschen begegnet ist. Heute mit der Frau, die lacht. Die ist mit dem Lachen so eine, ihre Schwierigkeiten auch hat. Sie lacht über Gottes Verheißung. Man könnte fast meinen, sie lacht Gott aus, weil der war ja fast im Nachbarraum. Sie lacht darüber. Sie lacht auch gar nicht, als der Ismael gelacht hat, der Sohn der Hagar, für den sie verantwortlich war, weil sie dachte, sie könnte die Verheißung, die Gott ihr geschenkt hat, Nachkommenschaft, auf die Art und Weise irgendwie fabrizieren. Und als dieser Ismael lacht, ist sie nicht besonders gut drauf zu sprechen. Sondern sie schickt ihn mit ihrer Mutter in die Wüste, das heißt in den sicheren Tod. Ein Glaubensvorbild. Und doch hält sie an dem Glauben irgendwie fest, dass dieser Gott noch was bewirken kann. Sie bekommt also in hohem Alter noch den Sohn, den Isaak. Das heißt, so was wie Lachen. Da war es also das Lachen der Freude, als dieser Sohn endlich gekommen ist. Gott steht zu ihr. Gott lacht sie nicht aus. Gott dreht sich nicht um und sagt, wenn sie doch nur richtig glauben würde. Auf Deutsch, sie muss ihren Glauben nicht produzieren. Aber sie hält irgendwie dran fest, sonst wäre sie ja nicht schwanger geworden. Und dieses wenige dran festhalten, das reicht, um im Neuen Testament als Vorbild des Glaubens beschrieben zu werden. Sowas wie ein Senfkorn-Glauben hat diese Frau. Durch den Glauben empfing auch Sarah, die unfruchtbar war, Kraft, Nachkommen hervorzubringen, trotz ihres Alters. Denn sie hielt den für treu, der es verheißen hatte. So steht es im Hebräer 11, Vers 11. Da ist sie also, die Mutter, nicht aller Menschen, sondern die Mutter des Volkes Israels, die Freude hat im Herrn, die Freude darüber hatte, über das, was Gott ihr verheißen hat. Und so steht es im 1. Mose, Kapitel 21, 1 und 2. Und der Herr nahm sich Sarahs an, wie er gesagt hatte, und tat an ihr, wie er geredet hatte. Und Sarah ward schwanger. Nimm dir Zeit, nimm dir wieder 15 Minuten Zeit, um in der Bibel zu lesen, um mit Jesus ins Gespräch zu kommen. Das ist ja das Wichtigste. Nicht, dass wir Bibelwissen anhäufen durch vieles Bibellesen, sondern dass wir durch das Lesen der Bibel angesprochen werden von dem Heiligen Geist und unsere Beziehung mit Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist vertiefen. Und das geht am besten, indem wir mit ihm sprechen. Und so können wir heute lesen 1. Mose Kapitel 18, die Verse 1 bis 15 und 21, 1 bis 7. Dazu verbunden die Frage, welche Verheißung des Wortes Gottes war dir in deinem Leben schon einmal wichtig geworden? Wenn dir keine einfällt, dann schau doch nochmal auf deinen Taufspruch. Sei gesegnet.